Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge von Thief. Ja, wir sind auf dem Weg zum Glockenturm und auf der Flucht vor den Wachen. Wir müssen hier über die Dächer springen und hüpfen. Aber Gott sei Dank können die uns hier oben nicht erkennen. Und wir sind ja komplett in Schwarz gekleidet. Checken wir aber hier nochmal die Umgebung ab. Weil ich denke, dass wir hier vielleicht noch ein paar Sachen finden. Oh, es funktioniert. Wenn okay, Leute. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Genau. Was ist los mit mir? Das wollte ich euch die ganze Zeit zeigen. Das hier ist der Fokusmodus, in dem uns angezeigt werden Personen, Gegenstände, die wir mitnehmen können oder Gegenstände, die wir benutzen können, um auf Dächer zu kommen, beziehungsweise Klettermöglichkeiten. Scheiße, ich glaube, das da vorne ist ein Gegner. Den werden wir einmal kurz ausschalten. Sorry, Kumpel, aber das muss ja jetzt echt noch sein. Und deine Geldbörse will ich auch noch haben. So, die habe ich jetzt automatisch gekriegt, als ich den hier K.O. geschlagen habe. So. So, jetzt kann ich das einmal vorführen. Genau, hier leuchtet jetzt dieses Pfeilpaket. Jetzt habe ich einen Breitkopf-Pfeil gekriegt. Der Fokusmodus, den können wir später auch noch weiter ausbauen. Wir können uns hier auch ein bisschen skillen in dem Spiel. Das ist ziemlich geil. Da unten sehen wir jetzt schon wieder irgendwas. Boah, was ist mit ihm los? Er hat ja hier die Seuche voll am Rumrotzen. Ja, die ganze Stadt ist hier auch von einer Seuche befallen. Ich weiß jetzt gerade, Schwarzmut heißt sie, glaube ich. Schwarzmut heißt die Seuche. Und diese Seuche, für die haben die Bewohner kein Heilmittel. Und ja, das Ganze spielt eher in so einer... Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Ja, wir sind ja auch Garrett, der Meisterdieb, ne? Wir sind ja 100% leise. Aber nochmal dazu, zu dem Allgemeinen hier. Thief spielt in einer Diktatur. Es gibt hier den Baron Northcrest, den kleinen Diktator und seine ganzen Wachen, die habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, die Schwarzkittel. Allerdings sind das nicht die einzigsten Wachen, die uns zu schaffen machen im Laufe des Spiels. Da gibt es auch noch Banden. Dazu kommen wir aber später. Wir müssen jetzt erstmal zum Glockenturm gelangen. Nice. Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmord. Okay, Garrett hat wieder Beute gewittert. Wir haben einmal kurz gecheckt, was hier so in der Gegend rumliegt. Allerdings kein wertvolles Zeug, nur irgendwelche Flaschen. Und wir spielen natürlich auf Meister, deswegen müssen wir hier wirklich ein bisschen vorsichtiger agieren. Finden wir hier unten vielleicht irgendwas? Hier ist nichts weiter. Außer ein paar Bettler, die um ihr Feuer rumsitzen. So, wo bin ich denn hier? Okay, hier geht's rein. Oh ja, wir haben hier jetzt so ein kleines Versteckchen gefunden. Ach, Zeitung. Glockenturm steht wieder still. Oh, das müssen wir gleich mal checken hier. Zum dritten Mal ist ebenso vielen Jahren kam... Zum dritten Mal in ebenso vielen Jahren kamen die Restaurationsarbeiten am Glockenturm der Stadt durch eine Tragödie zum Stillstand. Zum allgemeinen Schrecken der versammelten Marktbesucher stürzte heute Morgen ein Kinderarbeiter, what the fuck, auf dem Platz zu Tode. Nach dem Unfall legten die Arbeiter die Werkzeuge nieder und weigerten sich wieder auf das Gerüst zu steigen. Der Vorarbeiter, der erst ein wenig später eintraf, gab überzogenen Aberglauben die Schuld. Aha. Damit bezog er sich natürlich auf die Legende von dem Chefmechaniker, der beim Bau des Turms von seiner eigenen Ausrüstung zerquetscht worden sein soll. What? Das ist heftig. Als Berichterstatter objekter Tatsachen kann diese Zeitung nur anmerken, dass der Glockenturm seinen berüchtigten Ruf erneut Zunder gegeben hat, unabhängig davon, ob es dort nun spukt oder nicht. Okay, Journal schließen. Ja, also ich kann schon mal versichern, dass es dort nicht spukt, weil das ist nämlich unsere Hütte quasi. Hier oben haben wir noch was vergessen, ein bisschen Nahrung. Oh, wo geht's jetzt lang? Hoch. Da.
Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Unsere Fokuskraft ist leer. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt können wir hier nicht mehr checken, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Jetzt habe ich mich hier natürlich total verlaufen, ne? Scheiße. Die Stadt kann echt schon ein bisschen verwirrend sein. Okay, hier können wir überall nicht rein. Da wohl auch nicht. Machen wir mal mit M die Map an. Hier ist auch nichts weiter. Schade. Wo sind wir hier überhaupt? Ah, okay, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, am Hintereingang von dem Laden. Aus Versehen rausgekommen. Und dann gehen wir gleich mal durch das Hintertürchen rein. So. Schloss geknackt und mal gucken, was da drin ist. Scheiße, hier ist sogar einer. Ah, ganz leise sein. Natürlich dürfen wir den Typen hier nicht verletzen, da er ein Zivilist ist. Wird schwierig, da die Sachen zu klauen. Gehen wir erstmal auf die Seite. Ich weiß gar nicht, wenn wir die Kerze hier jetzt ausmachen. Sieht er uns? Ich fürchte, nee. Dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich nochmal Glück einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Oh, der hätte ja noch ein Geldböse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, zurück, zurück, zurück. Bei allen toten Göttern. Was? Achso, ich dachte, du hast mich gesehen. Zeigen wir nochmal dein Portemonnaie. Wo war ich? Reich machen. So. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Ja, komm hier. Keine Fäkalienwörter, das ist auf YouTube immer ganz böse. Checken wir mal hier. Komm ich hier schnell ran? Ah, komm schon. Was ist los mit dir? Du kannst doch nicht jedes Mal den Schreibtisch wechseln, wenn ich deine Schublade aufmache. Ich hab mir die Finger. Soll ich denn hier was klauen? Ja, ja, ja. Das ganze Geld steckt das jetzt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt. Gut. Ein Original und eine Kopie. Ein netter Schwindel, Eichwurf. Gut, dass ihr es mir aufgeschrieben habt. Ach, echt? Ach so, wir haben ja hier ein Journal bekommen. Schwierig. Einmal kurz checken. Dokumente. Kapitel 1. Loygroves Brief, okay. Vetter, ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Meine üblichen Klientel, die Mittelklasse, hat kaum Geschmack und noch weniger Geld. Also habe ich meine Dienste flussabwärts verkauft an eine gewisse Madame Sozo. Ist auch ein geiler Name. Eine Madame im Südviertel. Hälfte der Bezahlung im Voraus. Das Ganze ist natürlich gefährlich, aber das hat mich zu einer veritablen Glanzleistung angespornt, werter Vetter. Wie gemacht für eine Adelsheimstadt und eine Adelsbörse, okay? Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Das ganze Geld steckt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Die Madame und ihre ergebenen Messerstecher werden es nie erfahren. Oh, die wollen die Madame hier abziehen. Dann ziehe ich mal die Leute hier ab. Denn das gehört sich überhaupt nicht, eine Frau als Hure zu beschimpfen. So. Oh, scheiße, hier wieder ein Wachmann. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Dann gehen wir erstmal nach oben, checken erstmal oben. Der ein Juwelier mit leeren Händen verlässt? Ich sollte diese Maske stehlen. Nee, wir hauen noch nicht ab. Wir bleiben noch ein bisschen da. Erstmal müssen wir hier die Sachen zacken. So, hier ist noch was. Hier finden wir noch ein bisschen mit. Brieföffner. Was haben wir hier? Gar nichts. Wer ist das? Ich glaube, ich bin hier nicht allein im Raum. Hier ist noch eine Frau bei mir. Tatsache, scheiße. Aber ich habe ja so einen geilen, wie sagt man, Pfeil. Allerdings kann ich den jetzt nicht einsetzen.
Ah, da komme ich niemals hin, die sieht mich. Manchmal darf man nicht zu gierig sein, sonst wird man erwischt. Okay, ist auch nichts mehr. Checken wir mal die Tür. Ah, das sieht gut aus. Na gut, dass die Wache da am Ratzen ist. Können wir hier das ganze Haus leer räumen. Na, wieder nichts. Schade. Hier waren wir schon. Das ist mein Fluchtweg. Ja, das ist eine gute Idee. Gibt es kein Zurück mehr. Der Fluchtweg ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Aber durchs Fenster springen und raus. Aber allerdings gehe ich nicht, ohne dass ich hier mächtig Beute gemacht habe. Oh Gott. Fast daneben gegangen. Fast schief gegangen, meine ich. Oh. So, jetzt gehen wir aber runter und ziehen mal. Nein! Ja! Bleib stehen, Dieb! Das ist nicht dein Ernst. Du kannst nirgends hin. Drücke V, um einen Angriff auszuweichen. Okay, scheiße, jetzt haben sie uns natürlich voll erwischt. Oh, scheiße, 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 scheiße. Raus, 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 raus. Mach die Tür auf. Oh Gott. Kletter auf das Seil. Hoch, 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 hoch. Oh. Ich wusste, du würdest fliehen. Nein. Boah, gerade nochmal gut gegangen. Ich hab noch so viel vor. Und wir sind wieder im Haus. Scheiße. Ich höre schon das Rasseln. Schnell hier in den Schrank. Okay, die eine Wache steht hier vorne. Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezitter. Ja, der Scheißvogel hat mich verraten, ne? Aber so eine Kacke aber auch. Wo ist er? Oh, scheiße, scheiße. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Pock! Haha, hab dich. Immer schön weiter schlafen. Immer schön weiter schlafen. Gut. Schließen wir mal die Tür. Ich bin kein Sadist. Ich bin ein Let's Player, du Schwein. Schön den Juwelier hier ausrauben. Auf Meister ist es gar nicht mal so einfach. Ein paar Ohrringe. Schloss knacken. Ich glaube, hier ist die Maske drin. Zack. Und... Na, da war. Haben wir die Maske? Okay, das ist die Fälschung. Lässt sich zu Geld machen. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Ja, aber wir wollen noch nicht raus. Es gibt hier noch ein paar Sachen, die wir zecken können. Nein. So, hier glänzt und funkelt noch alles. Ich will hier noch nicht weg. Du hattest auch noch irgendwie einen Geldbeutel, glaube ich, dabei. Aber wusste ich's doch. Kannst da bleiben. Bleib im Schatten liegen, du. Muss ich nur aufpassen, dass hier keiner reinkommt. Na, komm. Nimm alles, was du kriegen kannst, Garrett. Lichtschalter! Warum habe ich den nicht vorher schon gesehen? Auch leer. Aha. Halskette. Wow, wir sind bald ein reicher Mann. Sind wir so oder so schon. Noch eine Halskette. Boah, ich liebe Juwelieren, ne? Was haben wir hier noch? Oh ja, eine Brosche. Und dann geht's hier nochmal weiter. Nice. Münzenhaufen. Hier ist nichts. Oh, die Kasse. Gute Idee. Zack. Zack. Und geknackt. Hat 20... Juwelier und er hat nur 20 Goldstücke da in seiner Kasse. Das ist ein bisschen arm. Hier auf dem Boden hat er noch was verloren. Oh Gott, hier irgendjemand sieht mich, glaube ich. Ah, da ist noch eine Wache. Müssen wir aufpassen, dass die uns nicht gleich sieht. So, jetzt haben wir alles gezeckt. Jetzt können wir hier auch rausgehen.
hier ist natürlich ein Geheimgang, ne? Den habe ich mal wieder nicht gesehen. Okay, hier unten, das können wir knicken. Kommen wir wahrscheinlich nirgendwo hin. Aber doch, ich habe eine Idee. Jo. Aha. So, jetzt können wir hier nochmal schnell gucken. Da ist nichts. Tintenfass. Münzhaufen. Ah, Meisterdieb. Ah, Zecken, Zecken. Kleptomane, Kleptomane. Okay, hier können wir auch nochmal. Da ist nichts drin. Oh, Kerzenständer. Boah, hier ist noch ein Tresor und ich wollte hier einmal rausgehen. Oh, der ist natürlich ein bisschen heavy. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wird jetzt zur Folge halt ein bisschen länger jetzt. Komm. Los, los. Ja. Sauber. Und jetzt der nächste Bolzen. Nein. Och, das ist echt ein bisschen schwierig, der Tresor hier. Zack. Normalerweise knacke ich die Schlösser recht schnell, aber Tresore sind immer so... Ja. Nein. Oh Gott. Gut, dass keiner jetzt in der Nähe war, weil die, wenn wir hier so einen Fehlschlag erleiden, dann gibt das so ein Geräusch ab, das die Wachen alarmiert. Und dann kommen die automatisch in unsere Richtung gelaufen und sehen uns dann hier mit unseren Dietrichen am Tresor rumfummeln. So. Wow. Oh, ein Sammlerstück. Das nehme ich mit. Na gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Der Schwarzrücken-Armreif. So, jetzt steckt das Ding aber mal weg. Wir wollen hier jetzt noch die restlichen Goldmünzen einsammeln und dann hier auch wirklich verschwinden. Hier ist noch was. Und dann nichts wie raus hier. Jetzt müssen wir nur gucken, ob der Typ da wieder pennt oder ob der hier rumläuft. Scheiße, der... Meine Zähne wackelt. Der läuft hier natürlich rum. Was haben wir da jetzt eingesammelt? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber... Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Komm, setz dich einfach wieder hin und geh pennen. Boah, Glück gehabt. Dieser scheiß Vogel, ne? Aber nochmal... gerade rechtzeitig rausgekommen. So, und dann endet die Folge auch wieder hier. Ein bisschen länger geworden heute als 15 Minuten und dann geht es in der vierten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch was. Tschüss.